Unser Leben schwankt in einer Tour zwischen Stabilität und Unsicherheit. Es gibt Zeiten, da passiert wenig. Jahre, in denen wir uns sicher aufgehoben fühlen. Das fühlt sich dann an wie ein gemütlicher Trott, vielleicht auch ein zu fest geschnürtes Korsett. Und es gibt Zeiten, da überwiegen Unsicherheit und Angst. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und räume in dieser Folge mit großer Freude das Feld. Ich überlasse es einer der besten Yogalehrerinnen Deutschlands, meiner lieben Kollegin Anna Trökes, die uns eine sogenannte G-Meditation schenkt. Die könnt ihr überall machen, vielleicht nicht gerade bei Lidl vor der Kasse, wohl warum eigentlich nicht. In jedem Fall wird diese Meditation etwas mit euch machen. Besonders dann, wenn ihr nervös seid, beunruhigt, nicht bei euch selbst. Anna nimmt uns jetzt mit in den nächsten Minuten, langsam, achtsam, Schritt für Schritt, bis wir wieder Boden unter den Füßen haben, bis wir, Achtung, geerdet sind. Gehmeditation. Halte inne. Finde dich ein im Stand. Nimm über beide Füße Kontakt auf zur Erde. Lass dich ein auf diesen Kontakt mit der Erde unter dir, die stabil und ruhig ist und die dich zuverlässig trägt. Spüre, wie du dein Gewicht an sie abgeben kannst, ganz in Ruhe. Ganz bei dir. Verlagere sehr behutsam das Gewicht auf dein linkes Bein. Setze deinen rechten Fuß ungefähr einen Fuß weit nach vorne. Ganz langsam, ganz achtsam verlagere dein Gewicht von links zum vorderen rechten Fuß. Ganz langsam, ganz achtsam. Hebe die linke Ferse. Langsam, achtsam, führe den linken Fuß ein Stückchen nach vorne. Spüre beide Fußsohlen auf der Erde. Verlage das Gewicht langsam, achtsam auf den linken Fuß und hebe langsam und achtsam die rechte Ferse. Gib das Gewicht nach links ab. So langsam wie möglich. Bring den rechten Fuß nach vorne. Halte dein Gleichgewicht. Setz die Ferse auf. Verlagere allmählich das Gewicht. Beug das vordere, jetzt das rechte Bein an. Und dann erst langsam und achtsam hebe die linke Ferse. Bis hoch, bis du auf den Zehen bist. Und dann erst gib wieder etwas nach im rechten Bein und bring so langsam wie möglich
den linken Fuß nach vorne, setz die Ferse auf, verlagere allmählich, behutsam das Gewicht, ganz allmählich beuge das linke Bein an, nimm die Streckung des rechten hinteren Beines wahr. Und dann erst heb die Ferse, spür, wie du dich gleichzeitig links streckst. Und wieder so langsam wie nur möglich. Hebe die rechte Ferse und führe den Fuß ein wenig nach vorne. Gerade genug für einen Schritt, setz die Ferse auf. Lass die Fußsohle ankommen, sinke etwas hinein in dein rechtes Bein. Spüre, wie das hintere linke Bein sich streckt und dann erst hebe die Ferse. Wachs wieder aus dir heraus, hoch bis auf die Zehenspitzen. Linker Fuß vor. Setz die Ferse auf. Ganz allmählich verteil das Gewicht. Beuge dabei das linke Bein etwas an. Strecke das rechte Bein, bis du merkst, dass die Ferse hochkommen möchte. Hebe sie. Geh langsam hoch bis in die Zehengrundgelenke. Roll so bewusst die ganze Fußsohle ab. Dann so langsam wie möglich den rechten Fuß nach vorne. Setz ihn auf mit der Ferse. Belaste ihn allmählich. Und fahr nun sofort. Bring erst den einen Fuß mit der Ferse nach vorne. Lass dich etwas in das vordere Bein hineinsinken. Und erst wenn du merkst, dass das hintere Bein ganz gestreckt ist, hebe langsam die Ferse, wachs wieder aus dir raus, belaste das vordere Bein. Löse die Ferse. Roll langsam den Fuß ab und mach einen sehr kleinen Schritt nach vorne. Ganz allmählich, Schritt um Schritt. Die ganze Fußsohle abrollend. Von hinten nach vorne. Aufsetzen, von hinten nach vorne. Aufsetzen, von hinten nach vorne. Und wieder aufsetzen, von hinten nach vorne abrollen. Spüre, wie viel Balance du brauchst für jeden Schritt, wenn du ihn bewusst machst, wenn du ihn bewusst setzt. Spüre den Kontakt zur Erde, immer wieder dein Ankommen und wie die Erde mit ihrem Widerstand dir hilft. Dich aufzurichten, dich zu strecken, dein Gewicht zu tragen, zu verlagern, den nächsten Schritt zu tun. Spüre die Erde unter dir, verlässlich und ruhig.
Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Achte darauf, dass dein Atem fließt. Lass ihn ganz ruhig kommen und gehen, während du so Schritt um Schritt machst. Langsam, bewusst, spürend. Dich auf jeden Schritt einlassend, immer wieder. Beobachte, wie es dir damit geht, so langsam unterwegs zu sein. Gut möglich, dass du jetzt erst deine Unruhe merkst. Deine Ungeduld. Versuch das auszuhalten und bleib sehr langsam, sehr bewusst, sehr achtsam, Schritt für Schritt. Ferse. Die ganze Fußsohle langsam nach vorne abrollen. Die Gewichtsverlagerung. Das aus sich herauswachsen, aus dem Bein wieder lang werden. Bis der nächste Schritt geschehen kann. Und du das Gewicht wieder abgibst und verlagerst. Und spürst, wie du Halt in dir findest. In diesem Moment der Balance, wenn du den Fuß nach vorne holst und dich wieder einlässt auf den nächsten Schritt. Begleite dich. Von Schritt zu Schritt und bleibe spürend, bleibe achtsam. Jeder Schritt ist ein Teil deines Lebens, Schritt um Schritt entfaltet es sich. Schritt um Schritt durchschreitest du es. Fahre jeden Schritt in seiner Entfaltung von der Ferse bis in die Fußspitze. Erfahre jeden Moment, in dem du dein Gleichgewicht hältst und es auch zu halten weißt. Spüre die verlässliche Kraft der Erde unter dir. Immer wieder nimmt sie dich auf. Immer wieder gibt sie dir genau den Widerstand, den du brauchst, um den nächsten Schritt tun zu können. Dich von ihr zu erheben, das Gleichgewicht zu verlagern,
das Bein nach vorne zu bringen, die Ferse abzusetzen, um dich dann wieder tragen zu lassen. Schritt um Schritt. Mach den nächsten Schritt zu Ende und dann lass dich wieder ankommen im Stand. Nimm die Stabilität wahr, wenn beide Füße in Kontakt sind mit der Erde. Spüre dich ruhend, stehend. Ganz bei dir. Bereit für all die nächsten Schritte in und durch dein Leben. Namaste. Und wie war's? Du könntest jetzt direkt weitermachen mit Anna, zum Beispiel ihrem Abend-Yoga-Video oder einer weiteren Meditation, oder du übst Yin-Yoga. Komm zu yogaeasy.com/podcast-gutschein, such dir was Feines aus unter mehr als 1000 Videos und teste uns gratis. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot davon schickst an support@yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.